Hallo und herzlich willkommen. Es ist schon eine ganze Weile her, da hatte ich mir auf eBay einen Stapel Yps-Hefte gekauft. Alle noch eingeschweißt mit Gimmick. Und ich hatte damals angekündigt, dass ich in regelmäßigen Abständen das ein oder andere Heft mal gemeinsam mit euch auspacken möchte, die Gimmicks ausprobieren möchte und so weiter. Ja, dann kam hier etwas, womit ich nicht gerechnet hatte, nämlich der Umzug in diese neue Wohnung. Und dadurch sind die Yps-Hefte dann in einen Umzugskarton gelandet. Und ja, jetzt, gestern habe ich sie wiederentdeckt. Als ich ein paar Kartons mal umgepackt habe, weil ich hatte noch längst nicht alles ausgepackt. Manche Sachen waren im Keller, manche Sachen hier in meinem Nerdzimmer. Ja, dieser Umzug, der war, ja, okay, anderes Thema. Und jetzt, da ich die Yps-Hefte wieder habe, werde ich mein Versprechen einlösen. Und heute fängt es an. Wir packen heute gemeinsam das erste Yps-Heft aus. Viel Spaß. Das erste Heft, das wir uns anschauen wollen, ist Yps mit Gimmick Nummer 1232. Und zwar viele große Edelsteine. Edelsteinsand aus Südamerika. Okay, ich bin mal gespannt. Ja, bei Yps-Heften hatten wir das Problem, dass da nie ein Datum drauf gedruckt war, sondern immer nur die, ja, die Nummer des Heftes, in dem Fall 1232. Ich habe mal eine Seite im Internet gesehen, wo tatsächlich stand, wann welches Heft erschienen war, aber ich habe diese Seite nicht mehr gefunden. Deswegen kann ich euch jetzt nicht genau sagen, wann dieses Heft erschien. Ich denke mal, wenn wir das gleich auspacken, dann werden wir es erfahren. Es dürften auf jeden Fall die späten 90er gewesen sein. Auf jeden Fall 90er Jahre, was steht ein D-Mark-Preis drauf und wir wissen ja, dass das Heft dann auch irgendwann eingestellt wurde. Ja, würde ich sagen, packen wir es mal aus, gucken, was drin ist. Ja, gucken, was drin ist, wir sehen es, aber ihr wisst, was ich meine. Wir werden das Gimmick auf jeden Fall ausprobieren, wir werden durchs Heft blättern und ja, ich freue mich darauf, dieses alte Yps-Heft jetzt gemeinsam mit euch auszupacken. Viel Spaß. So, Freunde, der Moment ist gekommen. Nach über 20 Jahren wird dieses Yps-Heft jetzt befreit. Ich kann mich noch an Kind erinnern, so als Kind, als Teenager, boah, wie habe ich diese Hefte geliebt. Jede Woche zum Kiosk gerannt, das neue Heft besorgt, ohne meine Eltern gebeten, es mir zu kaufen. So, hier ist der Edelsteinsand drin. Ja, wenn das jetzt Urzeitkrebse, könnte man das Gimmick, glaube ich, in die Tonne kloppen, weil ich glaube, 20 Jahre alte Urzeitkrebse, das wird nicht mehr funktionieren. Aber ich sag mal, da ist ja eigentlich nur Sand drin und ein paar Edelsteine. Das müsste ja eigentlich noch klappen. So, mit dabei ist die Kamera, die gerade umfällt. So, das ist schon so ein tolles. Ja. Läuft mal wieder richtig gut. Erst knall ich gegen das Stativ, als ich das Heft aufmache. Dann knallt das Stativ samt Kamera auf den Boden. Läuft bei mir wieder. Läuft wieder richtig gut, Freunde. Also, nochmal. Hier der Sand, hier das Sieb. Ich glaube, das Sieb kann ich anschließend sauber machen und zum Mehlsieben benutzen. Und das eigentliche Heft. Gucken wir doch direkt mal rein. Ach, guck mal, da ist eine Postkarte drin. Deutsche Post, Space Mail. Aha, man kann was gewinnen. Was denn? Was kann man denn gewinnen? Viele träumen von einer Botschaft aus dem All. Sie schicken eine hin. Space Mail 2000. Ja gut, die Rakete ist ja mittlerweile gestartet, glaube ich. Aber wir können ja spaßeshalber mal trotzdem mitmachen. Mal gucken, was die sagen. So. Ich habe das Heft mal ein bisschen durch. Also es handelt sich offenbar schon um ein Yps-Heft nach der Übernahme durch EHAPA. Ja, EHAPA Verlag. Also es ist schon eins von den letzten Yps-Heften, die erschienen sind, weil ich glaube, 1999 war das, wo Yps übernommen wurde von EHAPA. Kann das sein? Ja, gut, da können wir zumindest das Erscheinungsdatum jetzt schon mal ein bisschen einschränken. Aber trotzdem stolzes Alter, über 20 Jahre. Aha, lege ein großes Blatt Papier auf den Boden. Nimm die Öffnung mit dem Edelsteinsand und reiße sie ein wenig an der Aufrisskerbe. Halte dein Schürfsieb, nicht Schürfsieb, über das Papier und lass den Sand langsam durchs Sieb rinnen.
Deine Edelsteine bleiben auf dem Sieb zurück. Der Sand liegt auf dem Papier und so gibt es keine lästigen Rückstände. Aber den Sand nicht in den Ausguss schütten. Er könnte Leitungen verstopfen. Okay, jetzt stellen wir uns mal vor, ich lege jetzt hier ein Papier hin, fange dann an zu sieben, habe meine Edelsteinchen und versuche dann den Sand zu entsorgen. Ich sehe mich jetzt schon staubsaugen. Ganz ehrlich, ich bin so ein Tollpatsch, wenn ich jetzt hier ein Blatt Papier... Nee, ich muss mir irgendeine andere Lösung überlegen. Ich nehme am besten einen Behälter oder sowas, wo ich das reintue. Und jetzt stellt euch mal vor, so ein kleines Kind macht das hier mit einem Blatt Papier. Das ist ja ewig am Saugen. Also ich glaube, die Yps-Redakteure hatten schon immer sehr viel Humor gehabt. So, noch ein schöner Yps-Comic. Ich zeige die Seiten jetzt nicht allzu lang und auch nicht allzu viel. Ich weiß ja nicht, ob das dann irgendwelche rechtlichen Probleme gibt. Man weiß ja heutzutage nie. Auf jeden Fall ist das übrigens noch ein Yps-Comic, wo ja die ganzen Yps noch mit dabei sind und nicht nur hier... Nee, ist es nicht. Es ist nur... Nee, es ist eins von den neuen Yps-Comics. Da sind nur Yps und Kasper und hier Herr Disaster dabei. Disaster veranstaltet da immer so... Reisen und Yps und Kasper müssen ihm ja immer assistieren. Das waren so die letzten Comics, die erschienen sind. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. So, dann haben wir hier einen Dennis-Comic. Kronjuwelen, ja, die hätte ich auch gern. Kronjuwelen. So. Internet-Guide. Ja, da war das Internet noch jung. Die 90er, als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte. Junge, Junge, das war eine Zeit, sich manchmal die Internetseiten minutenlang aufgebaut haben. Gespenster GmbH, die Comics fand ich auch immer klasse. Die haben immer richtig viel Spaß gemacht. Ja. Und das war's dann auch schon mit diesem Yps-Heft. Das Mars Shuttle, ja, das habe ich auch. Habe ich euch das nicht sogar schon mal gezeigt, das Mars Shuttle? Ich meine ja. Korrigiert mich bitte, wenn ich mich irre. Ja, die Übernahme von Yps durch Ehapa hat dafür gesorgt, dass die meisten Comic-Serien wie Piff und Herkules, Yinny und Jan, Piffy, dass die alle rausgeflogen sind und es dann wirklich nur noch so Sachen wie es hat hier Dennis drin waren, Yps und Co., wobei es eigentlich am Ende nur noch Yps und Kasper waren, zumindest in den langen Geschichten. Also das Yps hat sehr stark abgenommen. Die Seitenzahl wurde stark reduziert von 48 auf 32 und es machte nicht mehr so viel Spaß wie früher. Auch das Yps-Logo hier ist ja verändert worden. Das ursprüngliche Yps-Logo, hier sieht man es zum Beispiel nochmal auf dem Sand, das wir alle geliebt haben, wurde dann durch dieses ersetzt. Es war schon eine schwierige Zeit und es war eigentlich abzusehen, dass das Yps halt nicht mehr lange leben würde. Und ja, irgendwann wurde es dann ja leider auch eingestellt. So, aber wir wollen jetzt hier nicht rumheulen, wir wollen jetzt Edelsteine suchen. So, Freunde, ich habe mich entschieden, ich werde mir diesen Spaß gönnen. Also, das war, genau, 1999 war das. Da konnte man hier so seine persönliche Botschaft drauf schreiben. Bis 31.12.99 konnte man das an die Deutsche Post schicken und das sollte dann mit einer Rakete ins Weltall geschickt werden. Oder nach einer Weltreise sollte man die Karte dann wieder zurückbekommen. Okay, das ist ja schon seit über 20 Jahren her. Ich mache mir jetzt aber trotzdem den Spaß. Ich werde diese Karte jetzt ausfüllen. Briefmarke drauf, dann schicke ich das an die Deutsche Post. Entweder lachen die sich schlapp oder die denken, hä? Oder die werden sagen, Junge, Junge, da war die Post aber lang unterwegs. Leider habe ich keine D-Mark-Briefmarken mehr, sonst würde ich jetzt eine Mark 10 hier draufkleben. Also ich werde schon Euro-Briefmarken draufkleben müssen. Aber hey, das Ganze soll ja nur ein Spaß sein. Einfach mal gucken, ob bei der Post irgendjemand reagiert und was die sagen. Ich würde mich einfach beömmeln, wenn da irgendeine Reaktion von denen käme. Wahrscheinlich nicht, aber sollte die Post doch auf irgendeine Weise darauf reagieren, sollte die Post Humor beweisen, ja, dann werde ich euch davon in Kenntnis setzen und dann kriegt ihr auf jeden Fall hier eine Antwort von mir. Komm, das macht Spaß, das wird lustig. So, in den tiefsten Katakomben meiner Küche habe ich tatsächlich eine Schale gefunden, die wir für das Experiment benutzen können. Denn wie gesagt, mit einem Blatt Papier, das wird eine Katastrophe. Ich habe keinen Bock, jetzt hier am Sonntag die Wohnung zu saugen. So, dann haben wir das Sieb. Hier haben wir die Tüte mit dem Edelsteinsand. Und ja, yeah. Los geht's. Ich werde jetzt das Ganze öffnen. Es ist auf, ich kann das gerade nicht sehen, deswegen hole ich das Tütchen jetzt mal hier nach vorne zu mir. Ja, es ist ein bisschen geöffnet, seht ihr? Kleines bisschen ist auf. Ob das schon genügt, weiß ich nicht.
Okay, Freunde, los geht der Spaß. Ah, da sehe ich doch schon einen Edelstein. Ich habe den Edelstein gefunden, ich bin reich. So, weiter geht's. Komm, da geht noch mehr. Edelstein über Bord. So, weitere Babys gefunden. So. Jetzt will ich aber auch den letzten Rest da rausholen. Einer ist so groß, der kommt mir schon direkt entgegen. Lehne dich niemals auf die Tischplatte, wenn du über 100 Kilo Körpergewicht hast. Eine Lektion fürs Leben. So, noch mehr Edelsteine. So, ich glaube, mehr Sand ist da auch nicht drin. So, Freunde, das sind alle Edelsteine, die da drin waren. Cool, hä? Der Onkel Retro ist jetzt Millionär, denn diese Edelsteine sind über 20 Jahre alt. Und Gott, wer weiß, was die wert sind. Bevor ich jetzt wieder in die Kommentare lese, wann kommen neue Masters-Videos? Ja, die kommen, Freunde, die kommen. Ich war zwischendurch bei Smith Toys, aber es gab leider nichts Neues für mich, was mich hätte interessieren können. Vielleicht wird es doch darauf hinauslaufen, dass ich mal wieder die eine oder andere Figur bestellen muss. Aber ich habe noch andere Masters-Videos in petto. Also es wird was kommen, garantiert. Vielleicht nächste Woche. Ich hoffe nächste Woche. Auf jeden Fall wäre es cool, wenn ihr meinem Kanal treu bleiben würdet. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und nicht gelangweilt. Däumchen nach oben, ein kostenloses Abo, das wäre schon klasse. Und meine lieben Freunde, ich habe noch mehr Übsäfte, also es kommen noch mehr von diesen Videos. Dann müsst ihr durch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.